Hallo und herzlich willkommen vom Testserver zum kommenden Patch 1.0, dem besonderen HD-Content zu World of Tanks. Und heute will ich euch mal zwei Sachen zeigen. Und zum allerersten starten wir mit dieser neuen, ich will jetzt gar nicht sagen Garage, denn naja, wir befinden uns einfach nicht in der Garage oder in einem Hangar, sondern wir sind draußen. Und das sieht auch mal wieder wunderschön aus. Da zeigt man wieder World of Tanks, was sie so mit der Engine mittlerweile schaffen. Hier dieses Motorrad, dieses Kettenmotorrad. Da sind auch Menschen. Überall ist hier auch so ein bisschen Gewusel. Hier der Kamerad, der hackt da hinten das Holz. Dann haben wir hier ein paar Zelte. Die schönen Lichtreflexionen. Hinten wird gerade ein Panzer gewartet, beziehungsweise der Turm aufgesetzt. Da geht auch jemand spazieren. Die russischen Panzer im Hintergrund. IS, ISU und ich glaube T-44 ist es. Dann hier natürlich geht nichts ohne Sprit. Also überall ein paar Panzer rumstehen, Flutlichter, Bunkeranlagen, Zelte und einfach auch diese wahnsinnsgeile Grafik. Also muss ich sagen, ist auf jeden Fall mal was ganz Neues und für mich auch Schönes, mal diese klassischen Standard-Hangar mal loszuwerden und einfach mal wirklich hier das Ganze zu zeigen. Und auch hier hinten, da ist noch ein Auto in Bewegung. Also da ist auf jeden Fall immer wieder was am Start. Und ich finde, die Panzer, sobald sie hier stehen, passen die dann auch gut ins Bild. Die zweite Änderung, die werde ich euch dann gleich separat zeigen, ist nämlich eine neue Karte. Und zwar nennt sich die Glacier, beziehungsweise Gletscher wahrscheinlich dann im Deutschen. Und so wird diese hier aussehen. Aber natürlich zeige ich euch die nicht nur jetzt praktisch hier als Minimap, sondern die zocken wir jetzt auch gleich mal an. Deswegen bleibt dran, jetzt springen wir auf die neue Karte. Und da sind wir schon im Ladebildschirm zur Karte Gletscher. Und der ein oder andere, der in der Vergangenheit schon fleißig WG News gelesen hat, dem wird die Karte durchaus bekannt vorkommen, denn da haben wir die schon mal gezeigt, aber natürlich noch nie wie hier jetzt in dieser Möglichkeit des Bewegtbildes. Und jetzt bin ich sehr gespannt, hier mal alles abzufahren. Besonders die Mitte schaut sehr spannend aus, beziehungsweise ich würde fast eher sagen Harakiri. Auch hier eine schöne Kulisse. Dieser Wind, dieses Geräusch. Da friert es einen praktisch schon direkt, wenn man nur zusieht. Und jetzt fahren wir natürlich erstmal alles ab. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an, in der Basis, wobei da sieht eigentlich alles so aus, wie man es gewohnt ist hier oben. Da sieht man schon, da sind ein paar Bunkeranlagen. Aber die scheinen ihre beste Zeit hinter sich zu haben. Und da ist ein Kriegsschiff. Ich denke mal, das Modell ist auch wieder geliehen von World of Warships. Ah, da kommt auf jeden Fall nicht weiter. Ich mache jetzt mal so einen Hybrid. Ich mache mal ab und an die Karten an und aus. Minimap meine ich, aber auf jeden Fall sehr stimmig, sehr schön mit diesen Schiffen. Auch hier, dass es kaputt ist, sieht man ganz gut. Alle komplett vereist, hängen im Eis fest. Sehr nice. Auch hier, da das komplett zerborstene Schiff. Sieht man ganz schön, dass dieses Schiff hier umfahrbar ist. Und dass man hier auch dann ganz nah an die Wracks rankommt. Also absolut stimmig. Also die Atmosphäre durch diese Wracks sind super schön. Und natürlich auch optisch wieder mal allererste Sahne. Da hat man das Gefühl, dass dieses Gletschereis gleich hier runterfallen kann.
Fahrverhalten natürlich, aber hier ganz normal. Also da merkt man jetzt keinen Unterschied, dass man jetzt auf Eis fährt, ist ja auch eh klar. Und hier kann man auch noch reinfahren. Kann ich mir als durchaus interessante, aber sehr riskante Stelle vorstellen auf dieser Karte. Wenn man einmal raufkommt, hat man wahrscheinlich eine tolle Sicht, kann gut spotten. Und hier fahrt man auf diesem Flugzeugträger, sehe ich jetzt erst, ist das, drauf. Sehr toll. Hat natürlich hier einen Wahnsinnsblick. Also, dass man mal von World of Tanks und einem Wahnsinnsblick reden kann, das hätte ich ja mir nie erwartet. Mal schauen. Ne, da geht es dann nicht mehr weiter. Aber das ist ja wie gemalt. Also, wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Es tut mir leid, wenn ich sehr davon schwärme, aber ich glaube, ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass ich mal World of Tanks in so einer Optik mal sehen werde. Und auf der anderen Seite geht es ebenfalls hoch auf diesem Flugzeugträger. Da sind noch die Überreste von dem Flugzeug. Jetzt muss man hier nur, selbst wenn man jetzt denkt, man will jetzt kurz mal runterspringen. Nein, das lassen wir. Aber wirklich toll. Da mit der Bunkeranlage da hinten, die da im Rand steht. Also wirklich besonders. Sehr beeindruckend. Da zeigt man wieder die HD-Grafik, was auch hier dieses Schnee passt, diese Raupenspuren, die er hier im tieferen Schnee ist und versackt. Das haben wir schon auf Arctic Region gesehen, aber hier auch nochmal wirklich sehr schön. Jetzt schau mal den Rest der Karte an. Also ich denke mal, hier in der Mitte, da wird sich, wenn überhaupt, mal der ein oder andere Light hin verirren. Weil das ist alles schon, also auch wenn man hier so einen kleinen Canyon hat, aber das ist alles schon sehr, sehr tricky. Da ist der gegnerische Cap jetzt in dem Fall auch der sehr offen. Also ist dann gut zu beschießen, sobald jemand gescoutet wurde. Hier gibt es keine großen Versteckmöglichkeiten. Da ist so ein kleiner Spot, wo dann hier hinten, da mit den Büschen, hier hinter den Bäumen und Sträuchern, wo sich dann eben auch mal TDs vielleicht ganz wohlfühlen können. Wahnsinnig, wahnsinnig toll nach wie vor diese Grafik. Und ich weiß, ich glaube, ich habe in keiner HD-Karte nicht geschwärmt, aber es ist einfach nach wie vor total beeindruckend. Schöne Farben, passt ganz gut. Das sieht so aus, als... Ja, ich habe gerade wirklich wow gesagt, weil ich total beeindruckt bin. Also das ist, schaut nach einer heißen Quelle aus und sozusagen Schwefel. Deswegen hier alles so gelb am Wasserufer mit der Strömung. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Also ich weiß, ich schwärme viel davon und es hängt vielleicht dem einen oder anderen zum Hals raus, aber ich kann an dieser Grafik nichts Schlechtes finden. Für ein Free-to-Play-Game ist es nach wie vor à la Bonheur und unfassbar beeindruckend. Hier eine kleine Stadt. So ein paar Deckungen, ein paar Cover, aber die Karte selbst ist schon recht offen, also da wird es in der Tat schwierig, sich zu verstecken. Heavy Tanks, besonders langsame Heavy Tanks, werden wahrscheinlich, wenn dann hier, den Außenbereich nutzen, aber die haben hier nicht so viel Spaß, habe ich so das Gefühl. Muss man natürlich auch erstmal alles spielen, für mich ist es auch der Ersteindruck, aber durchaus für mich eine Karte für Artis. Scouts werden hier ihren Spaß bestimmt haben. Mediums, aber wie gesagt, ich sehe hier die Heavys so ein bisschen abfallen. Beziehungsweise als aggressive, nach vorne gehende Panzer eher weniger. Aber in Zeiten von sehr schlauchigen Karten und auch sehr vielen Stadtkarten, muss ich sagen, finde ich es ganz schön, mal sowas Offenes zu haben, weil es mal wieder einen ganz anderen
Schwung in die Sache bringt und einfach wieder mal einen ganz anderen Ansatz bringt als so viele andere Karten, die zuletzt hinzugefügt worden sind. Also gerade das Offene, was vielleicht für den Heavy-Fahrer durchaus problematisch sein kann, er aber auf so vielen anderen Karten als Vorteil für sich genießt, muss man sagen, kann hier sehr, sehr spannend werden. Gut, damit, denke ich, haben wir diese kleine Karten-Preview abgeschlossen, haben hier den Leuchtturm im Hintergrund, die Wracks und den Bunker. Und ich würde sagen, damit können wir es beenden. Ich sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Eure Meinung würde mich aber trotzdem sehr dazu interessieren. Also, schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für eure Meinungen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Euer Alcaramba.